Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Ü-Pods von meiner lieben Freundin Jenny bekommen und ja, schauen wir mal zusammen rein. Als erstes gibt's eine Post für mich. Oh, ach, sie macht so schöne Sachen. Schaut euch das mal an, sie koloriert das. Drück dich dünn, drück dich und was? Durch dick und dünn. Ja, drück dich dünn ist aber auch nicht verkehrt, ne? Hat ja auch was. Ne, wunderschön die Karte. So, und ich lese mir jetzt einmal durch, was da drin steht. Also das sind wirklich super süße Worte. Und da steht ein Spruch drin, den zeige ich euch zum Schluss, also am Ende des Videos. Weil da gibt es immer einen Spruch und den finde ich so schön. Und dann werde ich den von dir nehmen. So, weiter geht's. Hier haben wir eine Minnie Maus Disney Wundertüte. Ich bin ja gespannt. Okay, was ist das? Ah, okay, man kann es nochmal aufklappen. Das scheint ein kleines Poster zu sein. Sehr süß. Ich denke mal, das kann ich gut auch für eine Box oder vielleicht sogar noch besser für ein Album als Cover verwenden. Sehr cool. So. Was haben wir hier noch? Minnie Maus. Ach, wie süß. Das ist irgendwas, was man basteln kann. Das ist irgendwie gestanzt. Ich denke, das sieht aus wie ein Bilderrahmen. Das ist ja süß. Das ist wirklich süß. Das werde ich für einen meiner Planner benutzen. Und dann haben wir hier ein Ausmalbild. Da ist eine ganz schöne Menge drin. Das ist wirklich niedlich. Vielleicht scanne ich das ein und dann kann ich es ein bisschen kleiner machen und vielleicht auch so für Planner und so benutzen. Dann haben wir hier einmal, ja, ich denke mal, das ist Traubenzucker. Hier, das ist so ein kleiner Clip. Den kann man sich irgendwo dran klippen. Einen schönen roséfarbenen Lolli. Und hier haben wir noch ein paar Sticker drin. Was zum Geier? Ach ja! Diese Dreamy Katze Limited Edition, das hast du für meine kleine Cleo eingepackt. Und ich bin ja mal gespannt, wie sie das findet. Das werden wir auf jeden Fall mal testen. Okay, das ist jetzt natürlich cool. Hier sind die Snacks. Einmal die Snacks und dann packt man das hier irgendwie in die Maus rein. Und die Katze muss das da rausholen. Das sehr süß. Oh ja, okay, da steht so, da ist ein Gewicht drin. Ach, ist ja süß. Oh mein Gott, ich sehe was. Oh, das ist das, was du gebastelt hast. Hier nämlich so ein Geheimnis draus gemacht. Oh mein goodness. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Sie hat mir einen Eiswagen gebastelt. Und das Ding ist so stabil. Hast du das irgendwie aus Holz? Da steht mein Name auf dem Nummernschild. Und hier. Ich glaube, das sollte so sein. Machte nichts. Mache ich. Das klebe ich wieder fest. Oh mein Gott, sogar eine Eiskarte. Eine Menükarte. Oh mein. Wie hast du das gemacht? Ist ja der Wahnsinn. Und da kann ich ein paar Miniaturen noch reinkleben. Das ist so schön. Sogar von unten bemalt. Und hier auch mit Eis. Oh, ist das süß. Du kommst auf Ideen. Oh nein, da ist auch noch was drin. Ein Prinzessinnen-Überraschungsei. So, was haben wir hier drin? Noch mehr Süßkram. Oh, ein schönes Sticker und ein Ariel-Anspitzer. Radiergummi? Ah, das ist ein Radiergummi, den man auf einen Stift stecken kann. Das ist ja eine pfiffige Idee. Und hier, was man noch so alles sammeln kann. Süßkram. Ah, Osterhasen. Osterhasen. Noch ein. Und ich hole mal alles raus. So, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. So, aber hier ist noch was Kleines.
Ja, das ist dieses Freundschafts, dieser Freundschaftskettenanhänger. Sie hat auch einen davon in einer anderen Farbe und das ist wirklich so eine süße Idee. Und der ist so schön strukturiert und die Farbe ist der Knaller, schön im Pastell. Ja, und da mache ich mir dann eine Kette durch und dann kann ich die tragen. Sehr süß. Gefällt mir richtig gut. Und hier ist Weingummi drin. Ich denke mal, das ist für meinen Schatzi. Mal schauen. Für deinen Schatz. Auch ein paar Gummibärchen zu Ostern. Ja, die Gummibärchenherzchen waren ausverkauft. Sie hatte immer Gummibärchen. Herzchen geschenkt. Dann dachte ich mir so, what? Also die bekommt mein Schatzi gleich. Da wird er sich sehr freuen. Was? Unicorn Magical Coco Pearls Limited Edition. So, das ist die Rückseite. Da gibt es die Sorten. Und lecker Pralinen. Dankeschön. Sehr schön. Die Verpackung alleine. Also das werde ich aufbewahren, die Verpackung. Ich greife einfach mal so rein. Ach ja. Cool. Einmal Unicorn Duschgel, Regenbogendusche. Sehr schön. Oh mein Gott, was ist da noch alles drin? Was ist das? Das ist so ein Duschgel. Schokolauf. So soft. Oh wow. Ach, das sind Stempel. Das ist ja cool. Clear Stamps. Und das sind die Mr. and Mrs. Das ist ja perfekt für mein Hochzeitsalbum. Werde ich auf jeden Fall nutzen. Sehr cool. So, was ziehe ich jetzt hier raus? Eine gelbe Kiste. Oh mein Gott. Noch mehr Süßkram. Das werde ich meinem Schatzi nachher geben. Noch mehr Süßkram, noch mehr Süßkram. Das ist ja ein richtiges Osterpaket hier. So. Ah, die Tüten kommen mir doch bekannt vor. Ah, ich denke mal, die sind für. Ja, die darf ich noch nicht zeigen. Die sind für eine Freundin, für Mira Black, als Dankeschön für die Sticker. Weil ich denke mal, dass sie das Video vielleicht sieht. Aber ich sehe sie morgen, dann bekommt sie das. Oh, das ist auch für sie. Das ist auch. Ach kommt, ich zeige euch. Das ist ja jetzt auch egal. Sie bekommt es ja morgen. Hier sind ein paar Steinchen abgefallen. Ich lege die mal hier so rein. Und zwar. Für Mira Black, sie bekommt einmal diesen Kürbis-Resin-Dekodenn-Kerzenhalter. Diese süßen Fimo-Kürbisse. Weil Mira Black liebt Halloween-Kram, Kürbisse. Oh ja. Oh, schön. Schön. Das sind solche, oh, die Farben. So Bilderrahmen. Oh, sind die klasse. Ich freue mich schon, wenn ich wieder basteln kann. Im Moment geht es leider nicht. Aber es kommt alles wieder. Was ist das? Ein Clear-Stamp. Ein Clear-Stamp. Sogar neu verpackt. Sehr cool. So, ich habe jetzt noch einige Clear-Stamps hier drin. Und zwar immer dieses coole Fahrrad. Wirklich schön. Ein Dackel. Da werde ich was für meine Omi draus machen, weil sie liebt Dackel. Sie hatte auch mal einen. Und hier haben wir eine süße Miezkatze. Und oh ja, der ist wunderschön. Sehr schön. Den werde ich auch für meinen Hochzeitsalbum benutzen. Und jetzt kommt noch mal ein Knaller. Das ist nicht der einzige Knaller. Jetzt kommt noch ein Knaller. Eine Kawaii-Box.
mit Molang. Ach, schau mal, wie süß. Und es glitzert und die Wölkchen überall. Sorry, Eiswagen, du musst leider ein bisschen Platz machen. So, man sieht dich noch. Oh, sogar von unten bemalt, von allen Seiten. Oh, ist das schön, es ist so süß. Es ist so, so süß. Natürlich ist es befüllt. Na klar, was sonst? Ja, komm, bleib da stehen. Na, so. Okay, ihr seht. Ach, sie hat so viel selbst gemacht für mich. Oh ja. Und die Sachen sind der Knaller. Schaut euch das an. Sie koloriert das und macht da Tags draus. Und es ist so, so viel Arbeit, das auszuschneiden und alles. Es ist einfach so traumhaft schön. Es ist so süß. Und ich habe jetzt eine ganze Kiste voll damit. Und hier, die hast du alle bemalt und ausgeschnitten. Wirklich bezaubernd. So, was haben wir hier? Ah, eine Mond. Ach, das sind meine Sachen zum Geburtstag noch, ne? Das hat so lange gedauert mit der Lieferung. Oh, ist die süß. So eine Mold für Halloween-Kram. So niedlich. Und was ist das? Da hast du mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben und ausgeschnitten. Oder gestempelt sogar. Stickers. Stickerflakes. Ach, schön. Ja, die sind auch zu meinem Geburtstag, das weiß ich. Da hat die Lieferung so ewig lange gedauert, stimmt. Lakuma, das ist da alles drin. Ich liebe Stickerflakes. Und deswegen sind hier auch nochmal welche. Und da sind Pilze drin. Und... was ist... ach ja, 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 ich glaube, das ist so... ich mache das mal so auf. Das ist so ein Korrektur... ja, das ist ein Korrekturstift. Marker, wie auch immer. Als Milchverpackung. So süß. Und dann noch dieser coole Stift. Und das ist ein Feinliner. Herzchen. Wirklich schön. Und zum Schluss gibt es wie immer einen Spruch und diesmal nehme ich den von Jenny. Und zwar lautet der: Freunde sind wie Sterne, du kannst sie nicht immer sehen, aber sie sind immer da. Oh ja, das stimmt. Sehr schön der Spruch. Der war in der Karte drin. Und jetzt schauen wir uns nochmal alles in Ruhe an. Jenny, also ich bin total begeistert von deinem Paket und die Überraschung ist dir sowas von gelungen. Also
Es ist so schön. Du dachtest, ich würde loskreischen, aber ich war eher sprachlos. Ne? Oh, es ist wirklich schön. Und diese ganzen Teile, es ist wirklich ein Traumpaket. Ein Traum von einem Paket. Und ich danke dir vielmals und tausendmal für diese super süßen Sachen. Und ja, ich schreibe dir jetzt direkt. Ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.